Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute mit euch über Bücher sprechen, die mit Frauenfreundschaften zu tun haben. Ich habe festgestellt, dass das schon seit einigen Jahren Bücher sind, zu denen ich sehr gerne greife. Viele nennen die Beziehungen in diesen Geschichten oder benennen diese Geschichten oft als toxische Geschichten, toxische Beziehungen zwischen diesen Frauen. Ich finde das immer etwas schwierig, weil ich denke, dass es immer mehrere Seiten gibt, die durchleuchtet werden müssen. Außer natürlich ist es ja offensichtlich darauf ausgerichtet, eine toxische Beziehung darzustellen. Nichtsdestotrotz habe ich in den Büchern, die ich euch heute zeigen werde, immer wieder feststellen müssen, dass meine Sympathien zwischen diesen Frauen, die porträtiert werden, switchen und dass ich Fehler, aber auch die guten Seiten auf beiden Seiten immer gesehen habe. Das heißt, ich konnte mich nie konkret entscheiden, wo ich mich positionieren würde. Das ist aber auch gar nicht wichtig, wie ich finde. Vielmehr geht es um dieses Zwischenmenschliche und ich glaube, das beschäftigt mich so sehr, weil ich alles Zwischenmenschliche mag und selber gerne mich mit diesen Prozessen in Freundschaften auseinandersetze. Und ich werde dieses Video in mehrere Teile splitten, weil ich viele Bücher in meinem Bücherregal mittlerweile habe, die sich um dieses Thema beschäftigen. Aktuell lese ich von Nino Haratischvili Das mangelnde Licht und auch da werden Freundschaften porträtiert zwischen vier jungen und dann später etwas älteren Frauen. Ich bin gerade in den letzten Zügen des Lesens und werde, wenn es soweit ist, darüber auch so oder so im Einzelnen im Lesemonat berichten, aber eben auch im Rahmen dieser Reihe. Drei Bücher, die, das sind heute drei Bücher, die sich um Frauenfreundschaften drehen. Und da komme ich natürlich nicht drum rum, euch ein Buch zu zeigen. Das ist der Auftakt einer Reihe, der für mich ein Lebenshighlight darstellt. Elna Ferrante, meine geniale Freundin. Ich habe schon oft über die Bücher gesprochen, jetzt schon wieder eine längere Zeit nicht, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, alles wurde gesagt. Wobei ich denke, dass in dieser Reihe niemals alles gesagt werden kann, weil dafür müsste ich die Bücher nochmal lesen, um nochmal andere Punkte aufgreifen zu können. Aber ich möchte gerne heute über das Thema, über die Frauenfreundschaft der beiden Protagonisten sprechen, über Elena und Lila. Und Elena und Lila wachsen in den 50er Jahren in Neapel auf. Die beiden jungen Mädchen treffen sich zu Schulzeiten und wetteifern darum, wer die Bessere in der Schule ist. Die Lila wird als eher aufsässig und rebellisch dargestellt, die immer etwas aneckt, während Elena die Vorsichtigere, die Zaghaftere, die Schüchternere von den beiden ist. Aber irgendwie passt es zwischen ihnen und sie freunden sich an und zwischen ihnen entsteht eine enge, aber auch rivalisierende Freundschaft. Was sich eben viel in deren Zusammensein in der Schulzeit auch zeigt. Das bedeutet, dass beide sehr intelligent sind, aber Elena hat immer das Gefühl, dass Lila ihr trotzdem um einiges voraus ist, dass ihre Intelligenz müheloser ist als ihr eigenes Streben. Sie muss sich immer anstrengen und Lila ist irgendwie von Natur aus schon schlagfertig und bekommt Dinge hin, für die Elena mehr kämpfen muss. Letztendlich ist es aber so, dass Lila aus ärmlicheren Verhältnissen kommt und Elena an ein paar Stellen auch mehr Glück hat und Lila in die Schusterei ihrer Familie eingebunden wird und somit die Schule abbricht. Und Elena geht studieren und fängt ein neues Leben an, von dem sie aber denkt, dass es Lila hätte führen müssen. Und das sind das ist ein Aspekt dieser Freundschaft und das ist ein Aspekt dieser Geschichte, aber es geht hier um ganz viele andere Dinge. Wir haben hier ein großes Thema, nämlich das Thema Klassismus, was mich, seit ich diese Reihe gelesen habe, sehr interessiert und womit ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe. Auch Klassismus in unserer Zeit, Klassismus auch hier in Deutschland und ein sehr aktuelles, immer noch sehr aktuelles und sehr präsentes Thema. Wo sowohl Bildungsaufstiegschancen und. Also das ist schon eine Sache für sich. Aber das ist hier sehr gut dargestellt. Hier ist Neapel oder Italien der Ort, an dem alles geschieht. Und deswegen bekommen wir das in diesem Rahmen mit. Das finde ich sehr, sehr spannend. Es geht hier aber auch um Gewalt und um Liebe. Es geht aber am allermeisten um die Liebe und die Rivalität zwischen Lila und Elena. Die hat mich
an so vielen Stellen berührt und mitgenommen und wütend gemacht. Und ich war einfach in der Geschichte drin. Ich kann es gar nicht, ich habe mich wie ein Teil dieser Geschichte gefühlt. Oft hatte ich das Gefühl, mich in der Position von Elena zu befinden. Sie als Erzählerin dieser Geschichte hat sich mir nahbarer angefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich immer sehr viel Bewunderung und sehr viel Liebe für Lila auch empfunden. Ich konnte Situationen von beiden Frauen ganz oft nicht nachvollziehen und ich konnte die Frauen auch ganz oft beide verstehen. Und auch wenn Lila augenscheinlich die Person ist, die mir am wenigsten ähnelt und auch ganz anders handelt, als ich es in vielen Situationen tun würde, hat sie mich am Ende sehr mitreißen können, sehr berühren können. Ich liebe Elena und Lila und kann diese Reihe wirklich weiterempfehlen. Ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, aber eine beispiellose Reihe für eine Freundschaft, die nicht sehr einfach ist, aber die auf der anderen Seite einfach auch unfassbar besonders trotzdem ist. Also wirklich ganz toll, ganz tolle Reihe. Ja, große Liebe. Ich möchte euch ein weiteres Buch zeigen, was mir in dieser Kategorie unfassbar gefallen hat, von Anna Hope, Was wir sind. Es tut mir übrigens leid, ich bin immer noch erkältet und es kann sein, dass ich zwischendurch einen fiesen Hustenanfall bekomme und deswegen schneiden muss. Hier geht es um eine Freundschaft zwischen drei Frauen, die sich zu Studienzeiten kennenlernen. Wir haben es hier mit Kate, Hannah und Lissa zu tun. Und die drei Frauen studieren gemeinsam in London und leben in einer WG. Die Geschichte ist so aufgebaut, dass wir die Londoner Zeit in dieser WG als Vergangenheit, als Schnipsel der Vergangenheit mitbekommen. Und dann haben wir noch eine gegenwärtige Situation, in der wir uns immer wieder befinden. Und jede dieser Frauen führt nun ein anderes Leben. Kate führt eine wunderbare Beziehung mit einem Mann, ist aber sehr untröstlich, weil sie schon seit langer Zeit versuchen, ein Kind zu bekommen und das irgendwie nicht funktioniert. Ihr kommt sonst alles um ihr Leben herum wertlos vor, solange es kein Kind gibt. Dann haben wir noch Hannah, die zu ihrem Mann nach Canterbury zieht und sich mit seiner Familie dort wiederfindet, also mit Teilen seiner Familie, was sie nicht unbedingt sehr glücklich stimmt, weil sie die Großstadt vermisst und weil sie sich da irgendwie wie ein Fremdkörper vorkommt. Und dann haben wir noch Lissa, die eine erfolglose Schauspielerin ist und nun wittert sie mit Mitte 30 zum ersten Mal in ihrem Leben eine Erfolgschance. Was Beziehungen angeht, hat es noch nie wirklich richtig gut funktioniert und der Fokus lag immer auf dieser Karriere und jetzt kommt, wie gesagt, diese eine Chance, die sie natürlich ergreifen möchte. Die drei Frauen verbindet die Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, als sie studiert haben. Und das war wohl eine sehr intensive Zeit. Das bekommen wir immer wieder in den Vergangenheitsschnipseln mit. Und in der Gegenwart haben sie sich ein bisschen entfremdet, versuchen aber trotzdem hier und da wieder zusammenzufinden, was mal mehr, mal weniger funktioniert. Und dann gibt es auch noch einen Plot-Twist, mehr oder weniger, mit dem ich nicht gerechnet hätte und der das Ganze ja dann schon komplizierter gestaltet und nochmal zeigt, wie schwierig Freundschaften sein können, vor allem auch Frauenfreundschaften. Wir haben es hier mit einer Bandbreite von Gefühlen und zwischenmenschlichen Nuancen zu tun und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein leises, ruhiges Buch, was aber trotzdem am Ende vor allem brisant war und was mich zum Nachdenken gebracht hat. Mir hat es sehr gut gefallen, mir haben auch diese beiden Ebenen gut gefallen und deswegen kann ich euch das wirklich sehr ans Herz legen. Auch eins meiner Lieblingsbücher in dieser Kategorie. Wirklich, wirklich gut. Inner Hope, was wir sind. Und jetzt komme ich auch zu einem kleinen Lieblingsbuch und zwar ist das von Susan Pastor, die Geschichte von Cat und Easy. Da gibt es mehrere Faktoren, die mich dazu bewogen haben, das Buch in erster Linie zu lesen. Zum einen war es eine Empfehlung einer Zuschauerin, was mich das erste Mal auf das Buch aufmerksam gemacht hat. Dann die Kulisse, die Szenerie, das Ganze spielt nämlich auf Kreta, was einen großen Reiz auf mich ausgeübt hat. Und natürlich dieser Frauenfreundschaft-Aspekt. Als ich den Klappentext zum ersten Mal gelesen hatte, war mir klar, dass ich das Buch lesen muss. Es führte kein Weg dran vorbei und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das gemacht habe.
Wir befinden uns im Jahr 1973 und die bevorstehende Silvesternacht wird etwas mit sich bringen, was die Freundschaft zwischen Cat und Easy auf eine harte Probe stellen wird. Beide Freundinnen, ja, verbindet viel, sie machen viel gemeinsam, sind Teenager, die ja zusammen Dinge ausprobieren, und dann verlieben sie sich aber in denselben Typen, einen Typen namens Rip. Und an dieser besagten Silvesternacht passiert aber ein tragischer Unfall, und dieser Unfall spaltet die beiden Freundinnen. Und 50 Jahre später, sie haben also 50 Jahre keinen Kontakt miteinander, treffen sie wieder aufeinander. Cat ist mittlerweile eine erfolgreiche Bloggerin und im Bereich Lebensberatung. Und Easy lebt auf Kreta. Ich weiß nicht, ob sie da nur überwintert, aber auf jeden Fall hat sie dort ein Haus und lädt Cat nach 50 Jahren zu sich auf Kreta ein. Und Cat überlegt erst, ob sie da Lust drauf hat, ob sie das machen soll. Letztendlich entscheidet sie sich dafür und reist dorthin, um ihre ja ehemals beste Freundin wiederzusehen. Dort sehen sie sich, und das Ganze ist natürlich nicht unbefangen, sondern ja, wenn man sich 50 Jahre nicht gesehen hat, dann kommen natürlich gemischte Gefühle hoch. Das hat die Autorin super gut auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite sind da diese Gefühle der Vergangenheit, die hochkommen und die einem dieses trügerische Gefühl geben, dass man die Person, die man so lange nicht gesehen hat, gut kennt. Und dann stellt man aber fest, dass da auch eine Riesenlücke klafft und sich die Person natürlich auch weiterentwickelt und verändert hat. Das war sehr präzise und genau dargestellt. Das fand ich total schön. Also das hat mir besonders gut gefallen. Ich fand es toll mitzubekommen, wie Cat erstmal gar keine, also sie hat auch eine eher so ein sarkastisches Gemüt irgendwie, und sie kommt auf Kreta an und findet erstmal alles karg und trocken und ihr gefällt die Landschaft nicht und sie beschreibt das alles irgendwie so abfällig, und nach verliebt sie sich in dieses Haus und in die Umgebung und die schrägen Nachbarn und widerruft auch, oder wieder, also alles, was sie so anfänglich gedacht hat, ja, verschwindet nach und nach, und man merkt, wie sie mehr an Leichtigkeit gewinnt. Gleichzeitig gibt es aber auch schwere Themen zwischen den beiden Frauen, und eben wir erfahren dann nach und nach über diesen tragischen Unfall. Also das entdecken wir erst mit der Zeit, und was da eben genau passiert ist und warum diese beiden Frauen unterschiedliche Erinnerungen von der Zeit mit Fripp haben. Dann kommt es auch noch dazu, dass sie Besuch von jemandem bekommen, mit dem sie nicht gerechnet haben, und die Vergangenheit nochmal aufgerollt wird. Und ja, das ist so die Grundgeschichte. Und was mir einfach sehr gut gefallen hat, das Ganze hätte sehr dramatisch und traurig enden können. Ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen, ich möchte auch noch nicht mal genau sagen, ob es gut oder schlecht endet, aber es endet zufriedenstellend. Und das fehlt mir manchmal in Büchern. Manchmal bleibt das Ende ja auch einfach offen und man fragt sich, was man jetzt aus dem Buch mitnehmen kann. Und ich weiß, dass ich das Buch gelesen habe und am Ende mit einem hoffnungsvollen Gefühl rausgegangen bin. Und das ist schön, und das ist gut, das gefällt mir, das ist so die Art von Buch, die ich mag. Es darf ruhig tiefgründig sein, aber ich möchte nicht aus dem Buch rausgehen und ja, mit so einem unguten, mit einer unguten oder mit so einer Hoffnungslosigkeit rausgehen. Das ertrage ich immer ganz, ganz schwer. Ja, das sind die drei Bücher, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr die drei Bücher kennt, ob ihr da mal reinlesen wollt, ob ich euch da jetzt ein bisschen Lust drauf machen konnte. Ich kann sie wirklich ausnahmslos empfehlen. Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, und ich kann euch zu jedem dieser Bücher Menschen nennen, die ich vor allem auch mag, die die Bücher mochten und die Bücher nicht mochten. Also das ist immer so eine Sache, wenn ich Empfehlungen ausspreche, habe ich immer auch gleichzeitig ein bisschen Angst, dass diese Bücher, die ich so sehr liebe, bei anderen nicht so ankommen. Und das ist völlig normal, und das muss ich aushalten, damit muss ich leben. Aber viele von euch, die jetzt ja schon seit einigen Jahren noch zuschauen, können auch ein bisschen einschätzen, ob unsere Geschmäcker sich ja auch treffen. Wenn ihr ja euch andere Bücher, andere Videos von mir anschaut, dann wisst ihr auch ungefähr, in welche Richtung mein Geschmack geht. Andererseits muss man sagen, ich habe einen sehr vielfältigen Geschmack. Aber ja, das sind die Bücher. Das war der erste Teil dieser Reihe, nenne ich es jetzt einfach mal. Das nächste Mal stelle ich euch drei weitere Bücher in dieser Kategorie vor, und dann gibt es dann noch einen dritten Teil.
vielleicht sogar einen vierten. Da muss ich nochmal gucken, ob ich so viele Bücher zusammenbekomme. Aber ich war ganz verwundert, wie viele ich mittlerweile in diese Richtung gelesen habe. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, tschüss!